1000 Euro Prämie für Langzeitarbeitslose, wenn Sie eine Arbeit aufnehmen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat heute am 2. Oktober 2024 einen Beitrag veröffentlicht und dort steht in großer Überschrift: Langzeitarbeitslose sollen 1000 Euro Prämie erhalten, wenn sie eine Arbeit aufnehmen. Und zwar plant die Ampelkoalition verschiedene Änderungen beim Bürgergeld, unter anderem Verschärfung der Sanktionen, aber auch eine sogenannte Anschubfinanzierung. Und die soll praktisch im Grunde genommen verhindern, dass Menschen, vor allen Dingen Langzeitarbeitslose, schnell wieder in die Arbeitslosigkeit fallen. Was ist geplant? Künftig sollen Langzeitarbeitslose eine Prämie von 1000 Euro erhalten, wenn sie einen sozialversicherungspflichtigen Job aufnehmen und diesen mindestens 12 Monate behalten. Das geht aus einer sogenannten Formulierungshilfe. Das ist nichts anderes, als dass in ein laufendes Gesetz noch etwas hineinformuliert worden ist, hervor, die am Mittwoch im Bundeskabinett beschlossen werden soll. Die Anschubfinanzierung im Bürgergeld soll sozusagen als Anreiz zur Aufnahme von Arbeit wirken. Personen, die langzeitarbeitslos sind, erhalten nach einer insgesamt 12-monatigen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung eine einmalige Leistung, Prämie von 1000 Euro. So heißt es in dieser Formulierungshilfe: Als langzeitarbeitslos gelten Menschen, die länger als 12 Monate erwerbslos sind. In den letzten 6 Monaten müsse die Beschäftigung auch bedarfsdeckend sein. Das heißt also, die Einkünfte hieraus müssen höher sein als das Bürgergeld oder die Grundsicherung. Das Risiko einer Rückkehr in die Grundsicherung soll verhindert werden. Der Erhalt der Prämie ist sozusagen gedeckelt, oder es gibt praktisch dann, wenn die Prämie erhalten worden ist, nicht sofort wieder eine neue Prämie, wenn der Langzeitarbeitslose dann sozusagen nach seiner Beschäftigung wieder in die Arbeitslosigkeit fällt. Dann hat er sozusagen eine 24-monatige Sperre, und diesen 24 Monaten gibt es dann bei erneuter Aufnahme einer Beschäftigung keine weitere Prämie. Die Anschubfinanzierung, diese Prämie soll nicht als Einkommen auf Unterstützungsleistungen wie zum Beispiel Wohngeld oder Kinderzuschlag angerechnet werden, so die Information aus dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wer eine Arbeit aufnimmt, aber wohngeldberechtigt ist, kann also trotz der Prämie die Leistung beantragen. Ja, meine Damen und Herren, ich finde keine schlechte Idee. Mal schauen, was daraus wird. Mal schauen, ob Langzeitarbeitslose, Bürgergeldempfänger zum Beispiel, animiert werden, durch diese Prämienzahlung dann tatsächlich einen Job aufzunehmen. Es wäre uns allen sicher in Deutschland zu wünschen, dass das funktionieren würde. Aber wie gesagt, ich halte diesen Vorschlag für nicht ganz so schlecht. So nach dem Motto: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Deshalb ist diese Idee, die die Ampelregierung an diesem Punkt verfolgt, aus meiner Sicht sozialpolitisch sicherlich sehr sinnvoll und auch vernünftig. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.